Dann bin ich Schauspieler geworden. Meine Schauspielerziehung hat stattgefunden bei einer 92-jährigen alten Dame, die sehr streng war, aber auch eine große Persönlichkeit. Eine wundervolle Zeit, die mich sehr geprägt hat. In einem Kellerloch in München bin ich zum Schauspieler ausgebildet worden. Ja, David Wolfram Ziegelmeier, 33 Jahre alt, wohnhaft in Essen, aufgewachsen in München, Bayern. Also, was soll ich sagen? Ich habe drei Brüder und ich bin der Jüngste. Es gibt so einen Psychologen, der hat eine Theorie aufgestellt. Der erste ist der Traditionelle, der zweite ist der Abenteurer, der dritte ist das Lost Child und der vierte ist der Entertainer. Wirklich? Hat er gesagt. Humorvoll, gefühlsstark. Nein, das ist schon klar. Ich bin nicht der, also ich bin als Schauspieler sicher nicht der Typ, der so die Helden spielt, ne? So den Schönling, das bin ich nicht. So ein bisschen verschroben oder so, normale oder so. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Schönling. Ne, das kann man nicht sagen. So eher so. Ja. Dann war ich auf der Schauspielschule 3 Jahre lang, spielen, spielen, spielen und dann Provinz. Erst Provinz in Baden, dann Provinz in Nordrhein-Westfalen. Wobei Nordrhein-Westfalen, da gibt es keine Provinz, das ist ja alles modern hier. Aber ich kriege einen Lachkrampf, wenn andere Leute bayerisch nachmachen. Die dann aber denken, sie können es fantastisch. Und dann sagen andere wieder, nee, der und der, der kann das echt gut. Und ich denke mir immer nur. Aber ja, also ich kann es erkennen. Ja doch, ich kann es nachmachen. Mein Vater redet bayerisch, münchnerisch. Er sagt dann so, ja, geh mal zum Bahnhof. Also Papa, was wollen wir denn am Bahnhof? Ja, da fahren wir da hin, noch ins Allgäu. Dann so, nee, wir fahren nicht in Allgäu, du bist im Krankenhaus in Bad Aibling. Na, du lebst dein Leben. Ich so, wie? Ja, als Schauspieler. Ich so, ja, und das finde ich gut. So, oh, krass. Total krass. Film statt Serie. Cappuccino statt Latte Macchiato. 3 Tage Bart statt rasiert. Italien statt Dänemark. Hulk Hogan statt Mr. Perfect. Fußball mache ich jetzt nicht. Stupido Cretino! So wie Didi Hallervorden in dem Didi und die Rache der Enterbten. Kennt ihr das? Das ist Wetter, sagt man so. Das ist Wetter. Nein, also um ehrlich zu sein, ich finde Spielen einfach eine tolle Sache. Ich mag es einfach besonders gern. Das kann man sagen. So geht's mir eigentlich mit Spielen. Alles. Alles daran.